Wir sind Nathalie und Moritz und mit unseren beiden Kindern reisen wir auf unserer Stella um die Welt. Begleitet uns auf unseren Abenteuern und abonniert unseren Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Letzte Woche haben wir euch erzählt, warum wir mehrere Wochen in Quilada verbracht haben. Diese Woche liften wir nun endlich den Anker und brechen auf zu den Saronischen Inseln. Vorbei an Poros geht's für uns nach Aegina, Agistri und Moni. Und wir feiern Sophies Geburtstag. Jo, morgen Leute, heute nach knapp 6 oder 8 Wochen hier in Quilada geht's für uns endlich los und weiter. Die letzten 2 Wochen haben wir intensiv auf der Werft verbracht, haben das Boot repariert, nochmal neu angestrichen oder neu lackiert. Und ja, heute geht's für uns dann los. Wir fahren Richtung Agistri in 1 bis 2 Etappen. Und die erste Etappe geht jetzt bis Ytra. Das sind ca. 23 Seemeilen und wir starten jetzt relativ früh um 7 Uhr. Ja, der Wind ist noch relativ flaute, aber gegen 12 Uhr kommt eher ein Gegenwind. Also schauen wir, dass wir schon mal ein bisschen Fahrt machen. Und ja, jetzt geht's los. Endlich geht es los. Wir freuen uns auf türkises, klares Wasser, welches uns in Griechenland schon so lange verzaubert. Mit einer ordentlichen Portion Nervosität setzen wir endlich wieder die Segel. In der Zwischenzeit haben wir die Segel gesetzt, sind dabei immer noch sehr, sehr gemütlich unterwegs. Also wir haben, glaube ich, 6 Knoten Wind und fahren mit 2 Knoten durchs Wasser. Wenn es so weitergeht, brauchen wir knapp 8 Stunden noch bis zu unserem Ziel. Also mal schauen. Ich hoffe, der Wind frischt dann gegen Mittag ein bisschen auf. Ist auf jeden Fall angesagt. Und ansonsten müssen wir tatsächlich nochmal einen Motor anschmeißen. Aber wir haben ja Zeit, also warten wir erstmal ab, genießen die Sonne, relaxen und genießen einfach das Meer. Jetzt ist scharf. Da es jetzt so wenig Wind hat, habe ich gedacht, nutze ich die Gelegenheit und mache mal eine Drohnenaufnahme jetzt vom Boot aus der Luft. Es ist gar nicht so easy, mit einem fahrenden Boot und Drohne das zu koordinieren, gerade was die Landung betrifft. Dafür habe ich hier so ein altes Plastikrohr abgeschnitten, dass man es dann mit der Hand fangen kann. Mal schauen, wie es gut klappt. Ich habe es einmal getestet ohne Wind und ohne Fahrt. Ja, schauen wir mal, wie es klappt. Unserer angesteuerten Ankerburg, aber es schaut echt voll aus. Und wir haben immer noch so ein bisschen Schiss, was Platz angeht, oder können das noch schwer einschätzen. Jetzt gucken wir es uns mal von der Nähe an und schauen, was es wird. Wir sind an unserem Ankerplatz heute angekommen. Landleinen sind auch schon gelegt. Hier sieht man es, sind ca. 10 Meter noch weg vom Land. Also es fühlt sich manchmal echt komisch an, wenn man so nah irgendwie an den Felsen parkt. Ah ja, mega geiler Ankerplatz hier auf jeden Fall, habe ich schon gesagt, kristallklares Wasser und wir gehen jetzt erstmal ein bisschen tauchen und baden.
schon wieder Mittag bei uns und ich koche uns gerade noch was zum Essen, bevor es weitergeht. Es gibt Reis mit Gemüse, also Karottengemüse und Halloumi. Und da machen wir uns heute auf den Weg Richtung Poros. Das ist dann der zweite Step. Und dann geht es morgen weiter nach Agistri. Der Wind heute sollte ganz gut sein. Wir kriegen so 14 bis 20 Knoten Wind. Raumschuttkurs, also das heißt eigentlich super Segelwetter. Und ja, ich bin gespannt, wie es klappt heute. Alright, aus der Hängematte. Essen. Mama, gleich stirbt jemand. Wir sind jetzt schon auf dem halben Weg Richtung Poros und fahren mit einer Schmetterlingsbesegelung direkt vor Wind. Das heißt, wir haben das Genua auf der linken Seite und das Hauptsegel auf der rechten Seite und hier nochmal mit so einem Bullenstandard, also mit einem extra Seil, auf die rechte Seite gesichert. So fährt sich's echt gemütlich, fast kein Wind an Bord und ja, macht auf jeden Fall Spaß. Jetzt dauert es noch circa anderthalb, zwei Stunden, bis wir in Poros ankommen. Und da werden wir noch ein paar Einkäufe erledigen müssen, dass wir dann für Agistri gut gewappnet sind, weil da gibt es anscheinend wenig Einkaufsmöglichkeiten. Deswegen machen wir da die Besorgung eben nochmal in Poros. Und dann geht es morgen für uns weiter. Da vorne geht es jetzt schon zwischen den Felsen durch. Wird eine knappe Nummer. Ne, sieht nur so aus, aber ist, glaube ich, genug Platz für uns. Unser Weg führt uns nun wieder durch Poros. Der Ort wird wohl immer etwas Besonderes für uns bleiben. Hier sind wir auf unsere Stella gezogen. Hier hat unser Abenteuer Boat Life begonnen. Als wir das letzte Mal hier waren, lagen wir noch unsicher an der Hafenmauer und haben uns langsam an unseren neuen Wohnort auf dem Wasser gewöhnt. Der direkte Weg über die Gangway auf den festen Boden schien uns anfangs noch wichtig. Jetzt sind wir lieber vor Anker, genießen die Ruhe und den Abstand zum Hafentrubel. Und wenn uns danach ist, fahren wir einfach mit dem Ballboot rüber an Land. Was anfangs noch ungewohnt schien, wird immer mehr zur Normalität. Wie man sieht, wir haben abgelegt und sind jetzt von Poros aus auf Richtung Agistri. Das sind ca. 17 Seemeilen und wir kommen ganz gut voran. Das ist ein Amwindkurs. Wir fahren mit ca. 6 Knoten bei 10 Knoten Wind. Sollten eigentlich in so ca. 2-3 Stunden schon maximal wieder ankommen. Und ja, dann treffen wir meine Mama da und ja, gehen vielleicht das Essen heute Abend oder schauen mal, was es da noch so zum Erleben gibt. Macht Spaß da vorne.
sind jetzt angekommen bei Scala auf Agistri und ja, schauen erstmal, wo die Oma sich rumtreibt. Aber davor gehe ich nochmal mit den Tauchsachen runter, check den Anker, ob alles sitzt und passt. Ja, dann geht's los. Zusammen mit Moritz' Mama verbringen wir ein paar schöne Tage auf Agistri. Eine überschaubare Insel, wenig Touristen, gastfreundlich, viel Natur und traumhafte Bucht mit kristallklarem Wasser. Traditionelle Häuser, Wanderwege und gemütliche Tavernen machen den Aufenthalt perfekt. So, was ist jetzt los? Fahren wir heute noch, oder? Ja, jetzt geht's weiter. Wir eiern hier so rum. Wir waren jetzt, ich glaube, wir sind schon wieder eine Stunde an Bord. Wir waren lecker frühstücken mit der Oma. Die haben wir jetzt verabschiedet. Und jetzt wollten wir eigentlich nach Egina, weil wir ein Paket erwarten. Aber irgendwie scheint es nicht so ganz zu funktionieren. Ist auf jeden Fall noch nicht da. Und jetzt fahren wir jetzt mal los, oder was ist? Die kleine Insel Moni liegt nur 4 Seemeilen von Agistri entfernt und wird ausschließlich von Tieren bewohnt. Erzähl mal, um was geht's? Also, die Göttin Hera, die Frau von Zeus, hat einen Diener, der hatte ganz viele Augen überall am Körper. Und auf einer Mission von ihm ist er gestorben. Und zum Zeichen, dass er in Pulver, hat sie den Pfau damit gemerkt, dass er überall Augen hat. Und deswegen ist der Pfau das Tier von der Hera. Ah, okay. Nice to know. Wusste ich nicht. Die Bewohner der Insel sind Pfauen, Ziegen, Rehe und Eichhörnchen. Sie leben hier nicht ganz so wild, wie wir anfangs dachten, denn sie werden angefüttert, sodass jeder Urlauber ein Foto mit ihnen machen kann. Dennoch ist es ein schönes Erlebnis, wenn man mitten auf dem Wanderweg einem dieser Bewohner begegnet. Moni erscheint auch im Hochsommer saftig grün durch die vielen Pinienbäume. Zusammen mit dem türkisfarbenen Wasser und dem lauten Zirpen der Zikaden haben wir hier einen besonders paradiesischen Ankerplatz für die Nacht gefunden. Alles Gute zum Geburtstag! Meine Hilfe. Okay, soll ich hier einfach anschneiden? Der heilige Schnitt. Ja, ein Tuch! Ja, ein Tuch! Es ist ein Tuch, es ist ein Tuch, es ist ein Tuch, es ist. Also, bevor jetzt alle denken, ich bin verrückt, das ist ein Tuch zum Klettern. Langes Tuch zum Klettern. Ein Vertikaltuch? Ja. Nein, ein Aerial. Ein Aerial-Tuch. Und tschüss, das versuche ich jetzt aufzuhängen. Liegt sie runter? Okay, darf ich einen Trick machen? Vielleicht die Spanien? Probieren.
Hey, cool. Was steht denn heute an? Rollerfahren! Eine Tour, eine Inseltour. Wie das geht. Okay, bevor jetzt viele unserer deutschen Zuschauer aufschreien, ja, wir tragen keinen Helm. In Griechenland auch keine Pflicht. Und bei dem Verleih leider auch Mangelware. Wir konnten lediglich für die Kinder Helme ergattern. Bereit? Bist du bereit zum Springen? Komm. Okay, ich schaff's. Du bist jetzt 12 Jahre alt, du bist fast erwachsen. Nein. Eins. Zwei. Okay, das sind Zombies. Okay. Also, das sind Zombies und die wollen mich jetzt aufpassen. Und wenn ich nicht springe, dann sterbe ich. Okay. Also dann werde ich auch zum Zombie. Ja. Okay. Und drei. Wenn dir unsere Videos gefallen, abonniere unseren Kanal, damit du keine Videos mehr verpasst. Über einen Daumen nach oben und einen Kommentar würden wir uns sehr freuen. Für dich kostenlos, für uns eine großartige Art der Unterstützung.